So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, geht es heute wieder um das Magazin Five. Und warum? Weil hier die nächste limitierte Karte drin ist von Lego Nexonice. Und zwar die LE9. Und das Magazin Five ist die Nummer 7 für 3,99 €. Dann ist hier noch so ein ausziehbares Lichtschwert. Da gucken wir jetzt mal da genauer hin. Aber erstmal vorsichtig. Na, die limitierte Karte. Kommen wir gleich näher zu. cm lang, ausziehbar. Batterien sind nicht drin, also brauche ich es nicht rausholen. Also wer Spaß dran hat, viel Spaß wünsche ich euch. Aber jetzt blättern wir erstmal in das Magazin drin rum. Ja, steht sehr viel Wissenswert, aber wer das Magazin natürlich kennt, weiß es. Über Pokémon, Nexonice, Star Wars. Super Sonic, Nexonice Poster und der neue, Star Wars Kino Poster ab 15. Dezember. Sieht nicht schlecht aus. Freue ich mich auf jeden Fall schon auf den Film, obwohl es ja nichts mehr mit Star Wars zu tun hat, aber nichtsdestotrotz geht es hier um die limitierte Karte von Nexonice. Und wer das Magazin natürlich schon hat und wie er die Karte findet, möge mir auf jeden Fall kommentieren oder posten. So. Nächste Mal 1 von 10 und ein Booster, limitierte Karte dabei. Nein, also, das ist das Magazin 5 für 3,99 €, die Nummer 7. Und da findet ihr eben die limitierte Karte von Nexonice, die LE9. Und so sieht es aus. Also für jeden Booster Sammlerfreund ist es ein Muss. Sonst kriegt man die limitierten Karten ja nicht zusammen. Und für 4 Euro, naja, das Magazin dabei. Was für ein Spiel. Passt es also. Also das ist sie jetzt. Wo ihr sie findet, habt ihr jetzt gesehen. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.